Ja, no mami, hey, ha, ha, kum, kum, ha, ja, no mami, ha, hey, ha, kum, 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 ha, ja, no mami. Am Montag, den 12. April, fand in Zürich-Enge die feierliche Eröffnung des Jubiläumsjahres 75 Jahre Schweizerisches Katholisches Bibelwerk statt. Gleichzeitig spannte sich, ganz im Sinne des Jubiläums, ein Bogen von den früheren Aktivitäten des Bibelwerks bis in die Gegenwart. Toni Steiner, der erste Stellenleiter und Gründer der Bibelpastoralen Arbeitsstelle, prägte gemeinsam mit Regula Grünenfelder und Peter Zürn den Eröffnungsgottesdienst des Jubiläums. Dieser führte hin zu einer berührenden Mahlfeier. Und persönlich auszufüllende Denkzettel wirkten ganz im Sinne der Bibel nachhaltig. Mehr als 80 Menschen, die seit längerem oder kürzerem mit dem Bibelwerk verbunden sind, waren zu diesem Eröffnungsanlass gekommen. Nach dem Gottesdienst führte Thomas Engelberger durch die bewegte Geschichte des Bibelwerks. Ich habe keine Angst vor der Zukunft, sagte Engelberger und begründete das mit der Vielzahl engagierter Menschen, die das Bibelwerk prägten und weitertragen. Am Nachmittag standen Stadtführungen auf dem Programm. Das Reformierte und das katholische Zürich wurden entdeckt, genauso wie Frauengeschichten in Zürich. Leider musste die ebenfalls geplante Führung durch das jüdische Zürich ausfallen. Am Abend wurde dann das Buch zum Jubiläum vorgestellt. Weiter und weiter heißt es, wie das Motto des gesamten Jubiläumsjahres. Neben den Texten von Dieter Power und Peter Zürn vom Bibelwerk prägten es die Fotografien von Miriam Stutz aus Staufen bei Lenzburg. Los, Bub, wenn du willst über die Berge springen, dann musst du zuerst das Reich von... Krönender Abschluss der Jubiläumseröffnung war am Abend das Konzert mit dem Liedermacher Linard Bardil. Er schaffte es, Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu begeistern. Und seine Beziehungen zur Bibel und zur Auseinandersetzung mit der Bibel waren mit Händen zu greifen, beziehungsweise mit Ohren zu hören. Du merkst es nicht, bist du selber ein Zwerg. Unter dem Thema Maria von Magdala, Patronin der Bibelpastoral, fand von 10. bis 12. September in Visp im Oberwallis ein internationaler bibelpastoraler Kongress statt. Ein Bibeltext ist ein Gespräch. Das vermittelten Professor Rutz Koralik und Professor Hans-Ulrich Steimanns im Gespräch über die ersten Texte der Bibel. Was für Bibeltexte gilt und was die aktuelle Bibelauslegung immer mehr wahrnimmt, dass sie ein Gespräch sind, das wurde zum Leitmotiv des Bibelpastoralen Kongresses. Am Freitagabend wurde ein intensives und konstruktiv kritisches Gespräch mit den Ergebnissen der Weltbischofssynode von 2008 in Rom geführt. In Gruppen wurden 7 Thesen diskutiert. Erstens, exegetische Kenntnisse sind für alle Gläubigen wichtig. Zweitens, die Wurzeln des Christentums im Judentum müssen neu entdeckt werden. Drittens, die biblische Option für die Armen muss bewusster gemacht werden.
Viertens. Die Frauen sind die bevorzugten Verkünderinnen und Adressatinnen der biblischen Botschaft. Fünftens. Die theologische Ausbildung muss verbessert werden. Sechstens. Der Ort der Bibel in der Liturgie muss neu überdacht werden. Siebtens. Die Bibel soll zur Seele der gesamten Pastoral werden. Der Samstag begann mit einem Vortrag von Professor Sabine Bieberstein über Maria von Magdala, Patronin der Bibelpastoral, in dem sie die verschiedenen neutestamentlichen und apokryphen Überlieferungen über Maria von Magdala und deren spätere Wirkungsgeschichte aufzeigte. Mit Maria von Magdala lassen sich viele Impulse für eine befreiende, erfahrungsbezogene und geschlechtergerechte Bibelpastoral verknüpfen. In 15 Workshops näherten sich die Teilnehmenden anschließend mit den unterschiedlichsten Methoden an biblische Texte an, die von Maria von Magdala erzählen, aber auch an andere Bibeltexte. Der Kongress machte an diesem Tag sichtbar und erfahrbar, wie vielfältig und kreativ die Auseinandersetzung mit der Bibel gestaltet werden kann. Am Abend des 11. September, im Anschluss an ein eindrückliches szenisches Spiel, wurde in der Dreikönigskirche von Fischb Maria von Magdala offiziell zur Patronin der Bibelpastoral ernannt. Blanka Furrer tat dies mit den folgenden Worten. Wir haben versucht, alten biblischen Geschichten neues Leben zu geben, haben sie mit Miriam mitgenommen auf dem Auferstehungsweg und versucht, sie zum eigenen Weg zu ermutigen. Wir glauben, Miriam lebt. Sie hat uns für die Bibelpastoral viel zu geben. Sie, die Urapostelin, die Apostelin der Apostel, der die Amtskirche nie das Amt zugestanden hat, zu dem sie Jesus mit seinem Verkündigungsauftrag ermächtigt hat. Jetzt möchte ich Maria von Magdala einen Moment persönlich anreden. Miriam, du gabst am Grab nicht auf, wurdest beim Namen gerufen, wandest dich um, ließest Vergangenes hinter dir. Du wurdest gerufen und berufen. Und dann eiltest du zu den Männern, atemlos, um die größte aller Nachrichten zu verkünden. Er lebt. Du brachtest Licht in die dunklen Männerherzen, in das Dunkel ihrer Furcht, in der sie noch verharrten. Du wurdest von Jesus zur Pastoral ermächtigt. Stellt euch vor, sie und die anderen Frauen hätten geschwiegen in der Kirche, wie es uns der Evangelist Markus glauben machen will und wie es Paulus fordert. Ich habe nichts gegen Petrus oder Paulus, wenn ich von Kirchen träume, die nicht nur auf sie gegründet sind, sondern auch auf Miriam von Magdala. Mit ihr, einer Frau, sind alle, Männer und Frauen, berufen, das Evangelium zu verkünden, sich um die Menschen zu kümmern. Und deshalb holen wir hier und heute feierlich nach, was die Kirche versäumt hat. Wir ernennen Maria von Magdala zur Patronin der Bibelpastoral. Damit möchten wir einen ersten kleinen subversiven Schritt zur Gleichberechtigung der Frauen in der Kirche tun. Erst wenn den Frauen der Zugang zu den kirchlichen Ämtern gestattet wird, wird dieser Titel seine volle Berechtigung haben. Am Sonntagmorgen legte Professor Birgit Jeckle-Merz ein eindrückliches Plädoyer für die Kraft des Wortes Gottes in der Feier der Liturgie ab. Die zwei Zentren des Gottesdienstes, der Tisch des Wortes und der Tisch des Brotes, wurden sichtbar als die zwei Brennpunkte einer Ellipse. Auch welch ein Schatz der ökumenische Dialog ist, wurde deutlich spürbar. Eine biblische Studienreise auf den Spuren des Exodus führte durch Ägypten, Sinai und Jordanien. Die Wüstenklöster des Wadi Natrun, wie auch die Pyramiden von Gizeh, standen auf dem Programm. Auf den Spuren der Moseschar ging es in den Sinai und über das Rote Meer nach Aqaba. Der Weg durch das Ostjordanland führte auf vielen Stationen bis nach Gadara mit einem herrlichen Blick auf Galiläa und den See Genezareth.
Der Zürcher Künstler Max Rüedi liest in vielen seinen Bildern die Bibel. Zum Jubiläum des Bibelwerks hatte er eine besondere Auswahl seiner Werke für eine Ausstellung in der Propstei Wislikofen zusammengestellt. Und seine Bilder zum Vater Unser schmückten ein Jubiläumsheft von Bibel heute. Am 22. Oktober fand die Vernissage in der Propstei Wislikofen statt. Nach der Begrüßung durch Claudia Mennen trugen Jacqueline Keune und Dieter Bauer unter dem Motto ohne Titel Impressionen zu den Bildern von Max Rüedi vor, die einluden, seine Bilder selbstständig zu lesen. Dazu trug der Saxophonsolist Raphael Bayer interpretierende Klänge vor.